Shalom, Shalom, ihr Lieben, ich freue mich wieder mit euch verbunden zu sein. Und heute hat mir der Herr aufs Herz gelegt, ein Prinzip des Reiches Gottes. Du musst selbst erkennen, wie geliebt du bist. Denn sonst hast du kein Recht, ein Bürger des Reiches Gottes zu sein. Die Kinder Gottes sind geliebte Kinder, gewollte Kinder, geschätzte Kinder. Und da möchte ich euch vorlesen aus Jeremia 31,3. Ich habe euch immer geliebt, darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Dann im 1. Johannes 3,1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Im Römerbrief 8,38 und 39. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Ja, wisst ihr, wir alle haben Dinge in unserem Leben, die uns unbegreiflich viel bedeuten. Für manche Menschen ist es eine Person, ein Ehepartner, ein Kind, ein bester Freund. Für den anderen ist es vielleicht ein Hobby, ein Erinnerungsstück. Und manche Leute können gar nicht verstehen, warum für uns das so wichtig ist. Aber es ist für uns wertvoll. Und ihr Lieben, wenn wir uns von nun unseren Vater im Himmel anschauen, dann erkennen wir genau dasselbe. Für ihn hast du auch einen unbeschreiblich großen Wert. Der Herr sagt, wir sind die Krone der Schöpfung. Ihr Lieben, wenn ich mir so Blumen anschaue in Afrika, herrliche Blumen, mit einer schöpferischen Fantasie, Tiere, die einfach dir den Atem wegnehmen, wenn du die Schönheit siehst, Schmetterlinge, da haben wir so große Schmetterlinge und von einer Schönheit, von einer Eleganz, dann diese Gazellen, die Giraffen, die Elefanten, ihr Lieben, und dann zu glauben, dass wir die Krönung der Schöpfung sind, das ist mir jahrelang extrem schwer gefallen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich vor vielen Jahren einmal zu Gott gesagt habe, Herr, wie siehst denn du mich? Und dann hat er mir gesagt, ich soll lesen Hohes Lied der Liebe 4,7. Da heißt es, du bist mein Liebling. Wow, ich habe schon Weinen empfangen. Du bist mein Liebling und ich sehe an dir keinen Fehler. Ihr Lieben, ich habe gesagt, lieber Gott, aber ich kann dir helfen. Ich sehe ganz viele. Ich habe gesagt, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich sehe dich mit meinen Augen und ich möchte, dass du dich mit meinen Augen siehst. Ich sehe schon das vollendete Werk. Ihr Lieben, das war umwerfend für mich. Geheult wie ein Schlosshund. Das ist eingeschossen wie ein Schwert in mein Herz und hat dieses Misstrauen mir gegenüber, dieses Nicht-Annehmen meiner Person, wie ich bin, hat es total erstickt. Gottes Liebe hat mich geknackt. Und ihr Lieben, in Jesaja 43,4 lesen wir, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Gott liebt dich mit einer Leidenschaft, die du dir nicht vorstellen kannst. Und wisst ihr, immer wieder, aber ja, ich schreibe Gott immer wieder Briefe und dann frage ich ihn, ob er eine Antwort hat, ob er mal was sagen möchte. Und in jedem Brief sagt er mir, dass er mich liebt. Und es tut mir immer wieder wohl. Und ihr Lieben, dann, jetzt vor einiger Zeit habe ich einmal ein bisschen einen blauen Tag gehabt, so einige Monate her. Und dann habe ich gesagt, Herr, was kann ich heute tun, damit ich mich wohler fühle? Und er sagt, räume mal diese kleine Rumpelkammer auf, wo du alles hineinlegst, was du später machen willst. Gut, dann das erste Paket, das ich fand, war ein Paket aus Deutschland, das war halb zerrissen, so eine Rolle, wollte schon wegwerfen, sagt der Herr, schau hinein, mach es auf. Und ich mache dieses Paket auf
Da kommt ein handgemachter, wunderschöner Wandteppich heraus. Auf dem Wandteppich stand Hohes Lied der Liebe 2,2. Wie die Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Frauen. Ich habe wieder geheult und gesagt, ja Herr, das hätte ich mir heute am wenigsten erwartet von der Rumpelkammer. Ich habe diesen Vorhang aufgehängt in meinem Gebetszimmer und da gehe ich hinein und ich weiß. Und wenn irgendwo, wenn ich mich low fühle, also etwas liebesbedürftig, dann sage ich mir selbst vor, wie die Lilie unter den Dornen bin ich unter den Frauen für Gott. Und gleich ist mein Geist schon wieder froh und glücklich. Und ihr Lieben, es gibt ja nichts Schöneres im Leben, glaube ich, als wenn wir wirklich Liebe erfahren. Wirklich geliebt zu werden. Geliebt zu werden, so wie wir sind. Und das möchte Gott. Er ist verliebt in dich. Er liebt dich. Ja, oft sage ich, wenn er mal zurückschreibt, schreibt er, mein Schatzi, mein Liebling. Und es tut wohl, mit solchen Kosenamen von Gott berührt zu werden. Und da möchte ich euch jetzt heute einen Liebesbrief vom Vater vorlesen. Lehn dich einmal angenehm in einen Sessel hinein leg dich auf ein Sofa und hör diese Worte jetzt und lass sie in deinen Geist sinken. Mein geliebtes Kind, mein Schatzi, vielleicht kennst du mich noch nicht, aber ich weiß alles über dich. Alle deine Wege sind mir vertraut. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Du bist nicht zufällig auf dieser Welt und nicht etwa ein Unfall, denn alle deine Tage sind in mein Buch geschrieben. Du musst nicht denken, dass ich weit entfernt bin von dir oder wütend. Mein ganzes Wesen besteht aus Liebe. Ich sehne mich danach, diese Liebe über dir auszugießen, einfach weil du mein Kind bist und ich dein Vater. Ich habe viel mehr für dich vorbereitet, als dein irdischer Vater dir jemals geben könnte. Ich bin dein Versorger und ich fülle alle deinen Mangel aus. Meine Pläne für deine Zukunft sind immer mit Hoffnung erfüllt. Denn ich liebe dich mit einer ewigen Liebe. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Suche mich nur von ganzem Herzen und du wirst mich finden. Und wenn du dich dann über mich freust, werde ich dir deine Herzenswünsche erfüllen. Denn ich bin es, der diese Wünsche in dein Herz gelegt hat. Ich bin fähig, mehr für dich zu tun, als du dir je ausdenken oder von mir erbitten könntest. Und ich bin dein größter Ermutiger und der Vater, der dich in all deiner Bedrängnis tröstet. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich ganz nahe bei dir. Und eines Tages werde ich alle deine Tränen von deinen Augen abwischen und ich werde alle Schmerzen von dir nehmen, die du jemals auf dieser Erde hattest. Ich bin dein Vater und ich liebe dich, so wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Denn in Jesus ist all meine Liebe zu dir sichtbar geworden. Er kam, um zu beweisen, dass ich immer für dich bin und nicht gegen dich. Und um dir zu sagen, dass ich deine Sünden nicht anrechne. Jesus ist für dich gestorben, damit du und ich versöhnt werden können. Sein Tod war der ultimative Ausdruck meiner Liebe zu dir. Nichts auf dieser Welt, nichts und gar nichts, was du jemals tust oder denkst, wird dich von meiner großen Liebe zu dir trennen. Meine Frage an dich ist jetzt, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. In Liebe, dein Papa, der allmächtige Gott. Ich könnte euch auch noch alle Schriftstellen dazu geben, die diese Worte Gottes bestätigen und unterzeichnen. Aber wenn ihr es selbst nachlesen wollt, immer, ihr könnt das Buch Lola Gola kaufen. Und da sind viele, viele Kapitel drinnen, die dir sehr helfen werden, die Prinzipien des Reiches Gottes zu lernen. Aber ich möchte euch jetzt noch
erzählen von einem Erlebnis, das mich ganz besonders berührt hat. Es war vor vielen Jahren, ich war in Florida und bin an der Küste spazieren gegangen. Ich liebe es, in den frühen Morgenstunden am Strand zu spazieren und einfach zu beobachten, was Gott tut. Und da sind die Delfine gesprungen und ich habe nur so nebenbei gesagt, Vater, Vater, ich glaube, kein Hund würde sich scheren danach, wenn ich heute in diesen Wellen verschwinde. Es hat keine 5 Minuten gedauert, hat mich ein Hund geleckt. Ich habe den Hund nicht kommen sehen. Es war ein Sandstrand und da war weit und breit kein Busch. Und plötzlich hat mich dieser Hund, ein richtiger Straßenköder, geleckt, was er nur konnte. Und ich wusste, das ist ein Abgeordneter Gottes. Ich kann mir vorstellen, dass der Vater im Himmel gesagt hat, was hat die gerade gesagt? Kein Hund würde sie scheren? Wenn sie in den Wellen verschwindet, wo ist der nächste Straßenköder? Komm, ich habe einen Auftrag für dich. Leck dir mal ordentlich. Ich habe den ganzen Tag mit diesem Hund gespielt und es war Freude pur. Ihr Lieben, Gott hat große, große, große Pläne mit dir und er braucht dazu dein volles Vertrauen, dass du ein geliebter Mensch bist. Nicht ein Mensch, der so viel tun muss, damit er geliebt wird, sondern du bist geliebt, schon bevor du irgendetwas für Gott tust. Im Gegenteil, wir können nur geben, was wir vorher empfangen. So lass dich einmal von Gott so richtig lieben, so richtig abschmatzen. Aber ich glaube, ich habe da noch einen Liebesbrief, einen natürlichen, okay? Aber wenn ein Mensch schon so fähig ist, so etwas zu schreiben, um wie viel mehr Gott? Heike saß gedankenverloren im Mathematikunterricht und malte kleine Herzchen in ihr Heft. In ihrer wunderschönsten Schrift hatte sie Sven neben die Aufgabe geschrieben. Und nun verzierte sie den Namen ihres neuen Freundes mit Herzen, Blumen und farbenfrohen Bildern. Sven, das war alles, was sie denken konnte, seit sie den 19-Jährigen letzten Monat kennengelernt hatte. Endlich klingelte es zur Pause und sie hatte Gelegenheit, den kleinen Brief aus ihrer Tasche zu holen, der schon ganz verknittert war. Vorsichtig glättete sie ihn und strich lächelnd über ihren Namen, den Sven mit einem kleinen Herz als I-Punkt geschrieben hatte. Liebe Heike, eigentlich ist Briefschreiben nicht so mein Ding, aber irgendwie muss ich immer an dich denken, seit wir letzte Woche zusammen auf der Innenstadtfete waren. Gestern hat mein Chef eine Mitarbeiterin aus der Buchhaltung gerufen. Sie heißt auch Heike. Ich, Dussel, war schon ganz aufgeregt, weil ich gehofft habe, er hätte dich gemeint. So ein Quatsch. Er kennt dich ja gar nicht. Trotzdem klopfte mein Herz wie wild und ich habe gleich in der ganzen Werkstatt nach dir Ausschau gehalten. Natürlich warst du nicht da und irgendwie war ich enttäuscht. Naja, ich freue mich schon auf heute Abend, wenn ich die echte Heike, meine Heike, wieder in den Arm nehmen kann. Ich liebe dich, mein Perlhühnchen, dein Schmusekater Sven. Ihr Lieben, Gott möchte dich einmal richtig abschmatzen mit seiner Liebe. Und dich so lieben, dass dir alle dummen Gedanken, dass du nicht wertvoll bist, für immer verschwinden. Lass dich lieben von deinem Gott. Shalom, Shalom.